So Leute, was geht ab, euer Gian hier. Willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute, nach einer langen Zeit, wieder mal ein Vlog, Freunde, für euch. Und ich bin zwar wieder natürlich mit Seko. Und heute fahren wir nach Leipzig, Freunde, denn heute spielt RB Leipzig gegen Beşiktaş Istanbul, das UEFA Champions League Spiel. Auf jeden Fall, ihr wisst ja Leute, ich bin auch Beşiktaş Fan, deswegen ist es ein sehr besonderes Spiel für mich. Und ich bin richtig gespannt, wie das Spiel ausgeht und natürlich, wen wir da auf der Tribüne so sehen werden. Ja, für Seko habe ich natürlich ein Ticket geklärt, alle mal Hashtag Ehrenmann. Bester Mann. Auf jeden Fall werden wir noch ein, zwei Leute da treffen, falls nichts natürlich dazwischen kommt. Und ja, wir nehmen euch mal mit und bis gleich. Meine Lieben, wir sind jetzt in Leipzig. Auf jeden Fall, ich bin ein bisschen spät dran, aber wir nehmen euch natürlich mit. Die Verantwortlichen sind schon da und bis gleich. So Freunde, wir sind jetzt hier im Gelände von Leipzig. Es ist gerade circa 14 Uhr und wir werden jetzt mit dem Profi von Beşiktaş eSports, den Quincy, ein 2 gegen 2 spielen. Merhaba. Er ist Türke natürlich, er kann kein Deutsch, deswegen. Wir werden, und wir haben hier auch die Gewinner. Die haben hier zwei Tickets jeweils bekommen und gewonnen natürlich von Leipzig und einer von Beşiktaş und den Head of Sport von Beşiktaş. Grüß. Und wem haben wir hier? Servus, Christian. Christian, den Christian haben wir auch hier von Leipzig. Und ja, wir starten jetzt direkt mit dem Spiel. Leider gibt es keinen Livestream, deswegen machen wir jetzt spontan einfach. Und ciao. Leipzig eiskalt wieder kontern. Gute mal rein. Was war das denn? Krass, oder? FIFA. Typisches FIFA-Tor. Ich werde gleich selber stehen. Danke dir. Jo, so Freunde, ich konnte das Spiel gegen den Beşiktaş E-Sportler mit 4:1 und 4:0 gewinnen. Also das erste Spiel haben wir im 2 gegen 2 Modus gespielt. Dann im 1 gegen 1 Modus 4:0 gewonnen und jetzt sind wir mit den Jungs aus Leipzig. Jungs, wie geht's euch? Alles gut. Wer ist der beste FIFA-Spieler? Ich. Ihr müsst jetzt sagen Gian, aber egal. Gian. Okay. Ja, jetzt ist die Sache vorbei. Aber ja. Ihr müsst nichts mehr machen, Jungs. Ja? Okay. Stimmt. Ah, okay, das ist gut. Hallo Jungs. Die Jungs aus Leipzig fordern jetzt den E-Sportler von Beşiktaş heraus. Zocken hier gerade, auf jeden Fall. Hier sind die ganzen Leute wieder von vorhin. Und ja, ja, Seko ist auch da. Auf jeden Fall checkt ihn ab, alles unten verlinkt. Und bis später. So Freunde, ich bin jetzt hier auch im Hotel in Leipzig angekommen. Auf jeden Fall hat mich auch schon umgezogen hier. Geiler Schal hier auf jeden Fall. Ja, Luxus pur hier im Hotel. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt nochmal mit den Jungs was kurz essen. Wir haben halt eine Weile gezockt und wir haben noch einen Special Guest. Auf jeden Fall schaut das Video bis zum Ende an, Freunde. Und bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt wieder auf dem Weg hier. Es ist arschkalt und schaut mal, wem ich da habe. Ey, Leute, was geht ab? Das ist der Special Guest. John Broke ist hier am Special Start, Guest, Digga, was für Special Guest? Was Special Guest, Digga. Der Beşiktaş-Fanatiker hier. Ey, Leute, ich habe John sehr viel zu verdanken. Er ist dafür verantwortlich, dass ich endlich auch mal ein Spiel live anschauen kann. Und ja, deswegen ein kräftiges Dankeschön an Gian und seine ganze Community. Gerne, mein Lieber, gerne. So. Jetzt müssen wir über die Straße. Ja. Aufpassen hier. Auf jeden Fall, es ist halt sehr kalt und ja. Wir laufen zum Stadion. Was sagst du zum Spiel? Oder was soll ich sagen? Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr aufgeregt. Wie ich schon gerade erwähnt habe, war ich noch nie bei einem Spiel dabei. Auch wenn die B-Mannschaft dabei ist, werde ich sehr viel Spaß haben, hoffentlich. Gian ist der Famere von uns beiden, deswegen ist er im VIP-Bereich. Und ich bin bei den Hooligans. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. Nein, alles gut, ich mache nur ein bisschen Spaß. Ja, klar. Es wird auf jeden Fall mega Spaß machen. Was sagst du, Ergebnis? Hast du so Ergebnis, also ich denke, dass wir so unentschieden spielen werden. Ich tippe mal auf ein 2:2. Okay, Gian tippt auf ein 2:2. Und ich denke, Leipzig wird 2:1 gewinnen. Ich weiß nicht warum. Und was sagst du dazu, Serkan? Was ich dazu sage? Ja.
Achso, John ist da. Ja, 3-1, Freunde. 3-1 für? Ja, Dings. Serkan ist so breit, Digga. Ich trau mich gar nicht, mit ihm hier in einen Gang zu laufen. Ich bin einfach so ein fetter Hund. Oh, das musst du jetzt wegpiepen, John. Tut mir leid. Oh, nee, du musst es wegpiepen. Oder ich, man weiß nicht, wer es wegpiept. Ich piep's weg. So, Freunde, wir sehen uns dann im Stadion. So, Freunde, wir sind hier noch auf dem Weg. Leipzig-Fans sind hier auch am Start, alle. Das ist ziemlich voll. Wohin müssen wir? Da ist er. Wir wissen aber noch nicht, wo der Eingang ist. Ja, schauen noch mal hier rein. Gleich hier links auf jeden Fall. Schauen wir mal rein. Und ja, Freunde, wir sind gespannt auf das Spiel. Und ja, doch, kennt ihr das so? Ja, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, Freunde, bis gleich. Jetzt los, Freunde. Geiles Spiel. Wird mega geil. Geile Atmosphäre. Alle sind hier am Start. Die Fans. Ausverkauft. Das Stadion. Mega, mega geil. So, Leute, Elfmeter für Beşiktaş. Alvaro Negredo. Es war wohl Abseits, Freunde. Jeder dachte erstmal ein Tor, aber war ein Abseits. So, Freunde, es steht 0-1 Halbzeit gerade in Leipzig. Leider verlieren wir gerade das Spiel 0-1, aber die zweite Halbzeit denke ich mal, dass Leipzig hier nochmal zuschlagen wird. Und ja, wir essen was und trinken kurz mal was. Und wir sehen uns später. Ciao. So, Freunde, es steht. Ja, es steht 1-2 gerade für Beşiktaş. Auf jeden Fall krasses Spiel hier. Was sagst du? Auf jeden Fall krasses Ding von Talisca, aber Cenk Tosun. Bruder, was machst du da? Ja, Cenk Tosun hat ver- Aber schöne Grüße an Cenk Tosun auf jeden Fall. Killerspieler. Beşiktaş hat getroffen, Freunde. Nachspielzeit 4 Minuten. So, Freunde, das Spiel ist zu Ende. 1-2 für Beşiktaş. Auf jeden Fall war ein geiles Spiel. Und ja, ich fahre jetzt ins Hotel. Seko fährt nach Hause. Ja, ja, ja. Berlin, so zwei Feiern noch Berlin. Zwei Stunden Weg, Seko. Ja. RIP, nee, Spaß, Mann. Auf jeden Fall, die Jungs hier, könnt euch mal auch hier. Beşiktaş. Beşiktaş Hooligans, ja. So, ja, Freunde, das war's zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gibt es wieder einen Daumen nach oben. Checkt auf jeden Fall Seko seinen Kanal ab. Ja, natürlich alle abonnieren, danke. Alle. Wir wollen die 30.000 knacken hier auf meinem Kanal. Dankeschön. Ja, jetzt hab ich's. Abonniert auf jeden Fall seinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao.